Im Juli ändert sich einiges für Verbraucher in Deutschland. Die gut 20 Millionen Rentner bekommen ab 1. Juli mehr Geld. Der sogenannte Rentenwert steigt dann um 4,57%. Die Anpassung gilt erstmals einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Unterschiede zwischen Ost und West gibt es nicht mehr. Ab 1. Juli können alle Mieter ihre Fernsehempfangsart frei wählen. Falls gewollt, können sie einen eigenen Kabelvertrag abschließen. Bisher zahlten Mieter die Kosten für den Kabelanschluss meist mit, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Kiffen im öffentlichen Raum ist bereits seit dem 1. April unter bestimmten Umständen erlaubt. Auch der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis steht nicht mehr unter Strafe. Ab 1. Juli sollen nun Anbau und Abgabe über Anbauvereine ermöglicht werden. Dabei gelten bestimmte Grenzwerte pro Monat und je nach Alter. Neu zugelassene Autos müssen ab dem 7. Juli mit einem sogenannten Event Data Recorder, EDR, ausgestattet sein. Ähnlich wie bei der Blackbox im Flugzeug soll das Gerät eine kurze Zeitspanne vor und nach einem Unfall aufzeichnen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis über den Unfallhergang zu bekommen. Einwegflaschen aus Kunststoff dürfen ab 3. Juli nur noch festsitzende Verschlüsse haben. Sie dürfen sich nicht mehr vollständig abschrauben lassen. Das soll Abfall reduzieren und den Wiederverwertungsanteil erhöhen. Viele Getränkehersteller setzten die EU-Vorgabe bereits vor Frist um.